Das Eisenbahnmuseum in Schwechat hat die Waggontüren wieder geöffnet. Viele Schienenfahrzeuge freuen sich über jeden Besucher und Fahrgast. Ein Highlight der heurigen Saison ist die Sonderausstellung über die Wiener Schnellbahn. Das Eisenbahnmuseum in Schwechat ist in der ehemaligen Zugförderung der Lokalbahn Wien-Pressburg in der Schwechater Bahngasse untergebracht und ist damit als Standort selbst geschichtsträchtig. Es wurde damals Wien mit Pressburg, also mit dem heutigen Bratislava, verbunden. Mehr als 100 Jahre Bahngeschichte befinden sich im Museum, von Miniaturmodellen bis hin zu den originalen Zügen. Die zwei Highlights dieses Jahr sind eben die Schnellbahnausstellung, die die Geschichte, die Entstehung und den laufenden Betrieb der Wiener Schnellbahn zeigt, und die Halle 4, die wir mittels Beleuchtung und Asphaltierung der Wege für die Besucher nun zugänglich gemacht haben. Im Winter war das Museum geschlossen. Während dieser Zeit wurden Museum und Exponate gewartet und repariert. Die Sanierungen der Dächer, der Wege, der Wasser, also Kanalisation, Wasseranschlüsse, bei den Fahrzeugen Instandhaltungsarbeiten und eben auch die Vorbereitung für die Schnellbahnausstellung und eben die Begehbarmachung der Halle 4. Was ist so Ihr fachlicher Hintergrund als Museumsdirektor? Meine Tätigkeit als Lokführer bei den ÖBB und die technische Ausbildung. Die Liebe zu den Zügen war schon als Kind da? Das war schon als Kind da. Und ich habe, als die Schnellbahngarnitur 4030 in den Museumsstand überging, vom normalen Betriebsdienst, habe ich sie quasi gleich übernommen und begonnen herzurichten. Was ist so das Highlight hier in der Haupthalle? Was ist so der wertvollste Zug? Der wertvollste Zug ist die EG2 und der Pressburger Bahnwagen, der aus 1914 ist und den Beginn der Pressburger Bahn zeigt. Die Schnellbahn feiert dieses Jahr 60-jähriges Jubiläum der Stammstrecke Floridsdorf-Meidling. Das Museum ist im Besitz der einzigen noch ganz erhaltenen originalen 430er, die als Urschnellbahn gilt. Und aus diesem Grund machen wir im Eisenbahnmuseum Schwechat eine Sonderausstellung über die Entstehung, über den Bau und über die Betriebsjahre von Anbeginn bis heute. Aus welchem Grund wurde eigentlich die Schnellbahn gegründet? Ja, die Schnellbahn wurde an und für sich geplant nach dem Krieg, um eine Schnellverbindung in Wien herzustellen, als Ergänzung zur damaligen Wiener Stadtbahn und zur Entlastung des restlichen öffentlichen Verkehrs. Die Straßenbahnen waren mehr als überlastet und hatten wahnsinnig lange Fahrzeiten. Daher gab es den Auftrag vom Bundesministerium an die österreichischen Bundesbahnen, sich eine Schnellverbindung durch Wien zu überlegen. Und dieses Konzept wurde am 1. Juni 1955 präsentiert. Die Umsetzung dauerte dann bis zum Jahresbeginn 1962. Es waren nicht immer genug finanzielle Ressourcen vorhanden. Und die Stadt Wien ist dann auch noch mit eingesprungen und hat auch mitfinanziert. Und am 17. Jänner 1962 wurde die Wiener Schnellbahn feierlich eröffnet. Welche Bedeutung hat die Wiener Schnellbahn heute noch? Ist sie noch ein wichtiges Nahverbindungsverkehrsmittel? Die Wiener Schnellbahn ist an und für sich heute das wichtigste Nahverkehrsmittel durch Wien, weil die Schnellbahnzüge auch in das Umland von Wien fahren und so die Pendler, die täglich nach Wien einpendeln müssen, um zu den Arbeitsstätten zu kommen, ohne umzusteigen durch Wien bis fast zu ihren Arbeitsplätzen fahren können. Heftig diskutiert wurde auch wegen des alten Logos der S-Bahn, das einem halben Hakenkreuz ähneln soll. Diese Schnellbahn-S symbolisiert an und für sich die Schnelligkeit und die Dynamik dieser Schiene. Dieses Logo, diese Schnellbahn-S, hat sich zweimal geändert. Das ursprüngliche ist diese scharfkantige S. Es wurde dann in den 80er Jahren abgewandelt auf ein rundes S mit hellem Hintergrund. Und jetzt ist die Schnellbahn ja integriert in das Farbleitsystem der Wiener Linien und der U-Bahnen. Jetzt hat sie die Farbe lila und jetzt ist es eben ein pinker Hintergrund auf dieses S. Das Museum richtet sich an alle Interessierten der Zug- und Bahngeschichte.
die riesige Auswahl und die Vielfältigkeit des Museums gemeinsam mit den Sonderausstellungen lassen die großen und kleinen Besucher immer wieder Neues entdecken. Die Saison geht bis zum 26. Oktober. Geöffnet ist Freitag von 14 bis 18 Uhr und an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr. Musik.